Mein Name ist Paul Hackstein. Unser Betrieb liegt im südlichsten Teil des Kreises Kleve. Wir haben einen Familienbetrieb in der 5. Generation. Er wird zurzeit bewirtschaftet von meiner Frau und mir, unseren 2 Kindern, einem Auszubildenden und einer Aushilfskraft. Wir bewirtschaften knapp 100 Hektar mit traditionellem Ackerbau, mit Futterbau und Kartoffel und Grünland. Wir melken ca. 100 Kühe plus weibliche Nachzucht. Die Herausforderungen sehe ich eigentlich für unseren Betrieb immer die neuen politischen Entscheidungen, die teilweise getroffen werden, über unseren Kopf hinweg. Und die Bauern sind eigentlich oft nicht mit im Boot oder die Landwirte. Und wie gesagt, immer dieser schwankende Milchpreise, dass das nicht kontinuierlich ist, dass das Auf und Abs, die Volatilität der Märkte, ist für unsere Betriebe auf Dauer auch nicht immer einfach. Ja, und dann die ganzen Geschichten mit den Gesundheitsstatusen, die man immer so hat, wo Landwirte dann ja vielleicht auch nichts für können, wie gerade in dem Fall bei uns mit dieser BVD-Geschichte vor 3,5 Jahren, wie das eingekommen ist über uns, da hat ja auch keiner mit gerechnet. Das ist dann auch immer schwierig, versuchen das alles immer so hinzukriegen, dass das Gesundheitsmanagement im Betrieb auch alles gut läuft. Mein Name ist Marc Holsteg. Ich bin auf einem Milchviehbetrieb hier am Niederrhein aufgewachsen und arbeite jetzt für die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen im Tiergesundheitsdienst als Fachtierarzt für Rinder. Schwerpunkt meiner Arbeit ist die Erkennung und die Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Und das umfasst die Erstellung von Sanierungsprogrammen, aber auch Diagnostik und auch die Erstellung von Impfprogrammen. Und den Betrieb Hackstein habe ich kennengelernt im Rahmen des BVD-2-Ausbruchs 2012. Und da habe ich den Betrieb über mehrere Monate begleitet, die Sanierung begleitet, die Impfung begleitet und auch die kontrolliert, ob das Virus wirklich verschwunden ist. Der Betrieb Hackstein hatte von der Infektionslage einen sehr guten Gesundheitsstatus. Da ist lange geimpft worden gegen BVD. Leider ist dann im Zuge der Sanierung, der allgemeinen BVD-Sanierung in Deutschland, die Impfung hier im Betrieb eingestellt worden. Die Bedingungen sind eigentlich heute nicht viel anders als wie vor dem BVD-Ausbruch. Wir haben dadurch, dass wir bis 2010 eigentlich geimpft haben, war ich eigentlich der sichere Meinung, dass wir immer gut geschützt waren mit BVD, haben auch nie Probleme gehabt. Dann kam 2010 die Änderung von Veterinärmedizin aus mit den Ohrstanzen. Dann haben wir dann aufgehört zu impfen, weil das auch irgendwo vielleicht auch mal eine Kostenfrage war, obwohl ich eigentlich gerne weiter geimpft hätte. Und dann kam eben halt auch mal im Dezember 2012 dieser BVD-Einbruch, der uns dann heftig getroffen hat, aber dann eben halt nur bei den Tieren, die damals dann nicht mehr geimpft waren. Also nur in den Jungviehbereich dann. Deutschland hat 2011 angefangen, die BVD strategisch zu bekämpfen in einem neu aufgelegten Bekämpfungsprogramm. Und Ziel dieses Programms war es, in erster Linie PI-Tiere, also persistent infizierte Tiere, zu eliminieren, um den Infektionsdruck in den Beständen herauszunehmen. 2011 haben wir angefangen in Deutschland. Nordrhein-Westfalen hat schon ein Jahr früher angefangen, 2010. Und wir waren eigentlich zu dem Zeitpunkt, als die BVD hier ausgebrochen ist auf dem Betrieb, schon auf einem guten Stand in der Sanierung. Und viele Betriebe haben deswegen aufgehört zu impfen, weil die Nachweise von PI-Tieren in den Beständen deutlich zurückgegangen ist durch die Sanierung. Die BVD bei uns auf dem Betrieb kam, kann man schwer sagen. Aber meine Vermutung ist, wir haben hier bei uns, wir sind ja im Naherholungsgebiet und mit viel Naturschutz und viel Grünflächen. Wir haben bei uns Rehe gehabt. Die haben dann im Sommer auch wenig Kitze gehabt und viele Rehe sind auch verendet. Und meine Vermutung ist, dass wir uns vielleicht das irgendwie übers Futter in den Betrieb reingeholt haben, dass die irgendwie an der Grassilage oder an eine CCM-Miete gefressen haben, da irgendwie die Infektion abgesetzt haben, unsere Kühe das dann gefressen haben, dass wir das dadurch in den Betrieb reingekommen haben. Der Eintrag in diesen Betrieb ist immer noch nicht hundertprozentig geklärt. Die Vermutung ist, dass es ein transient infiziertes Tier mit in den Bestand reingebracht hat über den Zukauf. Inwiefern dieses Tier sich auf dem Transport oder im Herkunftsbetrieb angesteckt hat, kann man letztendlich nicht mehr klären. Es ist auch nicht richtig zu erklären, aus welchem Bestand das Virus gekommen ist. Aber sicher ist, dass der Weg über Zukauf in den Bestand gefunden wurde. Der Schaden belief sich irgendwo auf 50.000 bis 55.000 Euro und sind im Ganzen 28 Tiere verendet, meistens dann im Jungtierbereich und haben dann, der Zeitraum war irgendwo von Mitte Dezember 2012 bis Mai 2013 ist dann der letzte Abort gewesen, was man sehr wahrscheinlich auf BVD2 zurückführen kann. Im Betrieb Hackstein waren die Schäden Milchverlust, tote Kühe, Verluste bei den Kälbern, Aborte, also ganz massive Einschränkungen oder Beeinträchtigungen der Fruchtbarkeit. Und
In der Region bzw. im Zuge der Ausbreitung sind ja nicht nur Milchkuhbetriebe betroffen worden, sondern es wurden auch Kälbermastbetriebe betroffen. Und in diesen Kälbermastbeständen waren die Verluste bis zu 50% in den Einstallgruppen. Und die hauptbetroffene Altersklasse waren die Tiere zwischen 3 und 5 Monate, weil da meistens noch keine Impfungen vorlagen und auch keine natürlichen Antikörper vorlagen. Und in dieser Altersklasse hat in allen Betrieben gleich haben die größten Verluste bestanden. Auffällig war bei der Infektion von diesem BVD-Typ-2-Virus, dass 90% der Trächtigkeiten in den Beständen, in ungeimpften Beständen, verloren gegangen sind. Also es hatte eine wahnsinnige Auswirkung auf die Trächtigkeit und auf die Fruchtbarkeit. In Deutschland waren insgesamt ca. 23 Betriebe betroffen. Und der gesamte Ausbruch in Deutschland dauerte von November 2012 bis Spätsommer 2013. Wir sind zu dem Zeitpunkt vom Kreisveterinär gesperrt worden. Wir durften keine Tiere mehr verkaufen, auch keine Tiere kaufen. Wir haben dann den Zugang für unseren Betrieb für alle fremden Personen strikt geschlossen. Wir haben das versucht, alles dann, auch die Tierärzte, immer mit sauren Klamotten, um eventuell die Weiterschleppung oder vielleicht auch Neuinfektionen nicht zu bekommen, haben uns da versucht zu schützen. Und für uns, oder für mich persönlich, war eigentlich der 28. Februar 2013 ein ganz entscheidender Termin, weil wir da gegen BVD2 wieder geimpft haben. Und da man einfach wusste, dass man dann wieder irgendwann mit der zweiten Impfung wieder einen festen Grundschutz in der Herde drin hatte, was dann einfach helfen würde, die Tiere, dass die gesund da durchkommen. Also in den Betrieben, in den betroffenen Betrieben wurde sofort eine Tiertransportsperre verhängt und gleichzeitig eine Impfung installiert, zu dem Zeitpunkt damals noch zweimal tot geimpft. Und die Betriebe wurden dann regelmäßig untersucht auf BVD-Virus, sowohl Blutproben als auch die Ohrstanzen. Bis zu dem Zeitpunkt, dass alle Proben negativ waren, dann wurden die Betriebe wieder freigegeben. In der gesamten Region war die erste Reaktion, dass die Biosicherheitsmaßnahmen hochgesetzt worden sind. Nordrhein-Westfalen hat ein freiwilliges Impfprogramm aufgelegt, gesponsert durch die Tierseuchenkasse gegen BVD. Das heißt, viele Betriebe haben gegen BVD freiwillig dann in dieser Region geimpft und dadurch ist das Seuchengeschehen insgesamt zum Erliegen gekommen. Und seitdem ist bis jetzt auch kein neuer Fall aufgetreten in Nordrhein-Westfalen und bei uns. Die Tiere, wenn man BVD impft, die haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir dann bessere Fruchtbarkeit hatten danach und dass die Eutergesundheit besser war und dass der ganze Gesundheitsstatus im Bestand einfach sicherer ist. Und man weiß ja nie, was kommt. BVD kann ja irgendwann wieder, vielleicht als BVD3 oder sonst irgendwie, wieder um die Ecke kommen und immer wieder Schaden machen. Aber wenn man dann einen gewissen Grundimpfstoff drin hat, passiert einfach nicht so viel. Also der BVD2-Ausbruch war für mich eine der einschneidendsten Erlebnisse, weil ich noch nie so viele Kranke und auch so viele Tiere gesehen habe, die verendet sind auf einzelnen Betrieben. Insgesamt hat dieser BVD2-Ausbruch dazu geführt, dass das Bewusstsein für Biosicherheit in der Region und auch überregional wieder gestiegen ist. Die Tierseuchenkasse hat ein freiwilliges Impfprogramm aufgelegt, um in Nordrhein-Westfalen die Impfdichte zu erhöhen, weil die Impfung eine der wichtigsten Maßnahmen ist, um BVD in den Beständen zu verhindern. Gleichzeitig haben die Betriebe das Bewusstsein für die Biosicherheit deutlich verbessert. Und wir sind jetzt mit deutlich verbessert, dass die Verordnung angepasst worden ist und dass Betriebe, in denen BVD-positive Ohrstanzen gefunden werden, aktuell sofort gesperrt werden und keine Tiere aus diesen Beständen verbracht werden dürfen. Ich berate und zeige den Betrieben Schwachstellen in der Biosicherheit auf. Das Zweite ist, man kann sich gegen viele Sachen mit Biosicherheit schützen, aber die Impfung ist auch ein wichtiger Bestandteil des gesamten Biosicherheitskonzepts in den Beständen. Und gegen BVD müssen wir so lange weiterimpfen, wie auch in Nordrhein-Westfalen oder in Gesamtdeutschland immer noch wieder positive Ohrstanzen auftreten. Ich bin eher so der Typ, lieber agieren als wie reagieren. Wenn ich vorher was gemacht habe, dann weiß ich, dass ich eine gewisse Sicherheit für meinen Betrieb habe, für mein Einkommen. Und das ist mir einfach wichtig. Die Impfung ist nicht so teuer. Und darum, denke ich mal, ist das eine Grundabsicherung fürs Einkommen vom Betrieb, dass man solche Einbrüche dann vielleicht nicht hatte, wie wir sie hatten.